Was erreicht man in FIFA 23 ohne FIFA Points Tag 119? Wir machen da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und zwar hier bei den 5 Duplikaten, unter anderem mit einem 95er Luis Figo. Und diese 5 Karten werden jetzt in einen Icon Player Pick ballern. Und ansonsten werden wir heute sehr, sehr viele Packs ziehen. Wie gesagt, beide Icon Picks, die nochmal rausgekommen sind. Und dann werden wir die Weekend League noch zu Ende ballern. Und dann gibt's Rewards. Also das ist eine geile Folge und ich würde sagen, die 5 Karten hier gebe ich direkt ab. So, hier ist das 87er Team. Das haben wir noch gebraucht. Die anderen zwei habe ich ja beim letzten Mal schon fertig gemacht. Das bedeutet, das ist jetzt der Icon Pick Nummer 1. Die letzten waren alle so, ja, keine Ahnung, so ein Mittelding aus. Nicht super geil, aber auch nicht super schlecht. Auf jeden Fall mit sehr viel Luft nach oben. Und im ersten Pick des Tages will ich hier was sehen. Den Figo, den werden wir später noch testen. Ich muss immer noch ein Spiel mit dem Bundesliga-Team zocken, damit wir da auch nochmal Rewards bekommen. Die Packs werden wir heute natürlich auch ziehen. Also es wird heute richtig, richtig geil. Komm schon, EA. Ich will hier was Gutes. Wir ziehen zwar noch einen zweiten, haben da nochmal die Chance, aber ich will jetzt hier was sehen. Bitte kein Duplikat. Das ist schon mal beruhigend, wenn man sich darüber schon freut. Das fasst unser Packluck aktuell so ein bisschen zusammen. Aber bei der letzten Folge haben wir gut gelackt mit den Shapeshifter-Icons. So ist es nicht. 86 Physis, das sieht sehr, sehr komisch aus. 30 Prime brauchen wir nicht. Also Trophy Titan wäre nicht mal gut gewesen. Okay, das ist eine Trophy Titan Icon. Und das ist... sieht irgendwie nochmal ein bisschen anders aus. Der ist okay. Der ist eigentlich sogar geil. Den kann man sogar als Innenverteidiger zocken. Vielleicht haben wir hier nochmal was krasseres. Owen. Boah, wen nimmt man da? Also, Owen hat sogar 5-Star-Skills. Ich glaube, der kostet aber auch absolut gar nichts, ne? Ich glaube, ich habe das mal vor kurzem gesehen und war absolut überrascht. Kostet nur 100.000 Münzen, hat sogar 5-Star-Skills. Carlos Alberto kann man halt als Innenverteidiger zocken und dementsprechend sollte der mehr kosten. Er kostet 220. Ja, ich gehe mit Carlos Alberto. Aber, naja. Man muss mittlerweile sagen, es sind einfach Luxusprobleme, die ich hier die ganze Zeit habe, weil ja, ich weiß auch nicht. Ich ziehe die ganze Zeit krasse Spieler, aber ich habe halt schon so heftige Spieler im Verein, dass mir dann solche Karten halt kaum was bringen. Ist wirklich ein Dilemma, muss man sagen. Und damit kommen wir jetzt hier zu diesen 3-4 Packs. Wir haben noch ein 2x81 Plus. Das sollte jetzt nicht super geil sein. Alles klar, ich habe nichts gesagt. Walkout Deutschland, Torhüter, Kevin Trapp, 86er, sehr, sehr geil. Den nehme ich mit, Good Fodder. Und dann ziehen wir jetzt noch die 3 Packs. Und dann gehen wir eigentlich auch schon rein in den nächsten Icon-Pick. Ich hoffe, dass das sich ausgeht, aber sollte. Wir ziehen einen goldenen Son mit einer 89. Gutes Rating. Und dahinter kann noch ein Shapeshifter oder eine Shapeshifter-Icon sein. 3, 2, 1. Leider nicht, aber insgesamt echt ein Pack, mit dem ich sehr zufrieden bin. 5 Walkouts, kein 85er im 5x85 Plus. Das ist stark. Ich würde sagen, komm. Nochmal 5x85 Plus. Das geht nochmal ähnlich gut, würde ich sagen. Dieses Mal Ronaldo, Bernardo, Bernardo Silva. Okay, auch vom Rating her stabil. Aber dahinter kommt Shapeshifter oder irgendwas. Ah, das ist so ziemlich das Gegenteil von dem Pack, was wir gerade gezogen haben. Da waren sehr viele 85er drin. Und dann gehen wir jetzt hier noch rein ins 10x84 Plus. Später dann nochmal 2x5x85 Plus und 10x85 Plus, damit ihr da Bescheid wisst. Thomas Müller. Bah, 10x84 Plus. Komm bitte. Let's go. Der nächste. Shapeshifter Pepe. Force Skills, 5-Star Weak Foot. Ist sogar ein Premium Shapeshifter. Das ist geil. Das ist geil. Vitinha ist halt besser, muss man sagen. Und Coins technisch ist es natürlich auch nicht das Nonplusultra. Aber ich bin zufrieden. Der nächste Shapeshifter ist am Start. Und damit gehen wir direkt rein in den zweiten Icon Pick. Ich sollte noch so viel Futter im Verein haben, dass wir den abschließen können. Und ich habe mich gerade dazu entschieden, ich werde den zweiten Jahrespick oder den nächsten Jahrespick, der jetzt schon wieder rausgekommen ist, nicht abschließen. Es gibt eh keine SBCs, die ich haben möchte. Hier ist das 86er Team und wir haben immer noch einige Karten im Verein, die wir abgeben können. Für irgendwelche SBCs vielleicht auch demnächst mal. Aber das sage ich ja auch irgendwie schon seit Wochen. Ich sage zu jeder SBC, yo, die sieht geil aus und am Ende mache ich sie nicht. Ich habe auch den Milinkovic-Savic nicht gemacht und ich bereue es jetzt schon. Aber ganz ehrlich, wir haben so krasse ZM-Karten mittlerweile. Da hätte uns der auch nicht
nicht so viel gebracht, auch wenn sehr viele Leute sagen, dass es der beste ZDM im Spiel sein soll. Und da ist der nächste Icon-Player-Pick abgeschlossen. Er kann fast nur besser werden als der erste. Wobei, ganz ehrlich, das ist nicht mal garantiert. Problem ist einfach, mittlerweile gibt es halt einfach so viele Icons, die nicht mehr viel wert sind. Das ist krass. Also es gibt sehr wenige, die noch richtig gut was kosten. Und wir schauen uns jetzt hier den nächsten Pick an. Okay, das sieht mir nach einer normalen Karte aus. Das ist wieder was Verteidigermäßiges. 94 Def? Na, Puyol. Da kracht schon wieder, wirklich. Dann haben wir eine Trophy Titan auf der 2 und auf der 3, keine Ahnung was. Schauen wir uns erstmal die 3 an. Also, nee. Okay, 92 schießen. Ach, halt, oh mein Gott, das ist nicht... Okay, irgendjemand wollte unbedingt, dass wir Michael Owen ziehen. Ich kann das nicht mehr, wirklich. Oh mein Gott. Also, das war mal wieder eine absolute Enttäuschung leider, aber musste durch. Wir gehen rein in die Weekend League. Bei mir ist übrigens immer noch Freitagabend, weil ich 2-3 Tage in Hamburg bin beim The Weekend Konzert. Wenn dieses Video hier raus ist, dann war das schon. Einfach mal an einem Freitag die komplette Weekend League durchballern, mal schauen, ob es eine gute Idee ist. Wir stehen 7-3. Wir brauchen noch einen Sieg mit diesem Bundesliga-Team. Komm schon, Junge. Und hier kommt unser Gegner. Unglaublich starkes Team. Ich freue mich. Und da ist er wieder. Tschech. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Gegner auch wieder mit einer stabilen Fünferkette mit diesem Milinkovic-Savic hinten drin. Ich krieg die Krise bei dem Typen. Let's go, Musiala mit dem Ausgleich. Okay, Manuel Neuer, 2-1. Hat wohl einen Grund, warum der Gegner Fünferkette spielt. Er kann nicht verteidigen. Ja, Manuel Neuer, Diaby mit rechts zum 3-1. Das sieht doch gut aus. Und dann können wir endlich wieder mit unserem Main-Team zocken. Ich freue mich so sehr drauf. Das ist gut, Kolomwani, 4-1. Gegner auch mal die Pause anmelden, mein Bester. Komm, tu dir keinen Zwang an. Kolomwani, 5-1 und da ist sie, die Pause, und das ist die Erlösung. Let's go. Und damit haben wir es geschafft. 4 Spiele mit einem Bundesliga-Team und 4 Spiele mit einem Saudi-League-Team zu gewinnen. Und damit können wir jetzt auch direkt wieder reingehen in die nächsten Packs. Und mit dem Futter könnten wir uns dann tatsächlich mal überlegen, einen Spieler abzuschließen. Zum Beispiel den Schlingel Petr Čech, weil der geht mir sowas von auf die Nerven. Da ist das Ding. 10x85 plus Pack. Und natürlich nochmal 2 5x85 Plus Packs dafür, dass wir das Ding mal wieder gerockt haben. Ich finde, das lohnt sich, wenn man da einigermaßen gut durchkommt. Ich meine, wir stehen jetzt 8-3. Ist aber vollkommen in Ordnung. Damit bin ich immer noch zufrieden. Und die Packs ziehen wir uns jetzt mit Vollgas rein. 84 Plus, 3x84 Plus, 5x85 Plus. Okay, wir ziehen sogar in 84 Plus Pack Lukaku. 86er Warcode. Bitte habe ich den doch nicht. Wichtig und richtig. Weil ich habe echt noch viel Futter im Verein, muss man sagen. Ich warte aber immer noch auf eine richtig geile SBC. Irgendwie überzeugt mich aktuell fast nichts so richtig. Denkt bitte dran, ich nehme das Video Freitagabend auf. Also wenn jetzt mittlerweile irgendwas richtig krasses gekommen ist, dann werde ich das auch gesehen haben. Carvajal 84er, ja, komm, wir machen direkt weiter. Und da sind die Packs, für die wir geschwitzt haben. 2 5x85 Plusser und ein 10x85 Plusser. Komm, Deutschland, ZM, Toni Kroos, den müsste ich schon haben, glaube ich. Komm, Shapeshifter. Schade. Bruder, der ist ja komplett free, der Tschech. Das sehe ich ja jetzt erst. Der kostet ja quasi gar nichts. So, wir schließen schon mal das 85er-Team ab von dem guten Tschech. Also, der ist bei meinen Gegnern immer so heftig. Ich traue mich irgendwie fast nicht mit dem zu spielen. Ich habe irgendwie das Gefühl, der fittet auch nicht super meinem Spielstil. Aber ich will den auf jeden Fall mal testen. Vielleicht nicht in der heutigen Weekend League, weil wir müssen jetzt auf jeden Fall mal Vollgas geben in den letzten Spielen. Aber die nächsten Wochen können wir den safe mal testen. Und damit machen wir weiter. Nächstes 5x85 Plus. Ich will jetzt hier echt noch eine Shapeshifter-Karte sehen, sonst hat sich das Schwitzen nur bedingt gelohnt. Wir ziehen wieder Toni Kroos. Muss ich wieder abgeben? Nee. So, mit denen schließe ich jetzt erstmal noch Buffon ab, weil auf den habe ich auch Bock. Ist nämlich eine Premium-Karte und kann man sich so einfach in die Innenverteidigung stellen. Buffon ist einfach so eine Legende. Den will ich nicht missen, den Mann. Also, der sieht echt krass aus. Ist, glaube ich, auch sehr, sehr groß, oder? 1,92 Force of Skills, 5-Star Weakfoot. Legende, der Mann. Und damit kommen wir zum besten Pack.
vermeintlich das Beste. 10x85 plus. Bis jetzt hatten wir keinen Shapeshifter drin. Ich traue mich gar nicht richtig hinzuschauen. Das wird schon mal Lewandowski. Wir machen jetzt die Augen zu gemeinsam und schauen jetzt mal ganz vorsichtig. Ich kann nicht mehr wirklich. Thomas Müller. Naja, also Thomas Müller geben jetzt auch noch ab. Leider keinen Shapeshift oder eine Shapeshifter-Icon aus den erspielten Packs bekommen. Das macht mich gerade ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Ich hätte mir schon erhofft, dass es sich wenigstens ein bisschen in der Richtung gelohnt hätte, mit diesen ganzen komischen Teams die Weekend League zu zocken. Aber man hat mal wieder gesehen, naja, außer Futter war da in alles in allem nicht wirklich was am Start. Was aber am Start sein sollte, ist bei dir auf jeden Fall ein Abonnement. Falls ja, dann bist du der Beste. Falls nein, alles gut. Ich wünsche dir trotzdem viel Spaß mit meinen Videos, aber es tut ein bisschen weh, dass du dich auf Abonnieren geklickt hast. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter und jetzt können wir mit dem Main-Team endlich zocken und dann auch mit Luis Figo. Auf den freue ich mich. Dafür müssen wir aber erstmal wieder, ja, das ganze Team umstellen. Wobei, wisst ihr was? Wir stellen nicht das ganze Team um, denn Figo ist auch eigentlich eher ein defensiver Spieler, muss man sagen. Also klar, der hat auch Offensivqualitäten, aber hat mittelhoch Arbeitsraten, ist quasi der bessere Seedorf meiner Meinung nach. Deswegen zocken wir das jetzt so. Und in der Innenverteidigung zocken wir natürlich wieder Ramos und Marquinhos. Die Torhüter waren nur wegen dem Shapeshifter Cup von letzter Woche noch am Start. Und dann sieht das auf jeden Fall gut aus. Dem guten Luis Figo, keine Ahnung, was man dem für einen Cam-Style gibt. So, wir geben dem einen Anker, damit er nochmal ein bisschen schneller ist, nochmal ein bisschen mehr verteidigen hat. Der sieht wirklich richtig, richtig knackig aus. Und unser Team sieht, finde ich, auch nicht schlecht aus. Es ist immer noch Luft nach oben. Deswegen, diese Serie darf nie enden, oder? Was meint ihr? Wir gehen rein und zocken die Weekend League zu Ende. Und dann ziehen wir heute vielleicht endlich mal ein paar geile rote Picks. Ich warte immer noch drauf. Endlich mit dem Main-Team. Ohne Spaß, da habe ich jetzt ehrlich Bock drauf. Starkes erstes Team. Das sieht gut aus. Vitinha macht das richtig gut mit einem Außenriss. Und der Gegner quittet direkt. Geile Nummer. Mega. Und damit gehen wir direkt rein ins nächste Game. Diesen Milinkovic-Savic. Man sieht ihn in jedem Team. Es ist so krass. Und ich habe ihn nicht gemacht. Und er ist mittlerweile abgelaufen. Ich bin wirklich der Beste. Digga. Das kann er nicht ernst meinen. Oh Mann, das tut mir leid. Boah, Vitinha ist so eine Maschine. Am Anfang war ich gar nicht mal so überzeugt von dem. Aber der ist so stark. Nein. Oh mein Gott, das ist so unverdient. Wir müssen schnell nachlegen, sonst kriege ich die Krise. Komm, Junge. Mbappé, du bist der Beste, ehrlich. Ja, Vitinha 4-1, das Ding ist durch. Und da ist es durch, wir gewinnen 4-1 und ich habe ehrlich gesagt gerade gar keine Ahnung, wie wir überhaupt stehen. Okay, ich stehe 10-3, absolut stabil, also mit bin ich übel zufrieden. Und der Kollege hat direkt diesen neuen En-Nesyri und dieser Rijkaard, den spielen auch echt viele, der ist auch echt immer eklig. Ah, das hat er gut gespielt, der Gegner. Oh, nee. Was? Es gibt Elfmeter. Ich fass es nicht. Schade. Gut, 4-0. Der Gegner nimmt mich auseinander. Wir sehen uns im nächsten Spiel. Damit stehen wir jetzt 10-4, was jetzt nicht so geil ist, ehrlich gesagt. Und da kommt der nächste Schwitzer auf uns zu. Let's go. Mbappé mit dem 1-0. Der Gegner wirkt aber auch schon wieder sehr, sehr verölt. Komm, Bruder. Mbappé, den muss er machen. Ah, und er macht ihn. 2-0, ganz, ganz wichtig. Na, unnötig. Und Tschech mit dem 2-2. Da geht einem doch mal wieder das Herz auf bei dieser wunderschönen Statistik. Junge, es macht einfach keinen Spaß. Bin einem das Spiel so dermaßen... Bruder, der Gegner ist so schlecht und kriegt alles geschenkt wieder. Ich kann das nicht mehr ertragen. Ja, der Anschluss durch Figo. Ayran 4-4.
Ayran, ich liebe dich. Let's go. Am Ende das Ding absolut hochverdient, doch noch gewonnen. Ich hätte nicht mehr dran gedacht. Und damit geht's weiter. Wir können theoretisch noch die 16 holen. Schon lange nicht mehr gesehen, R9 Leih-Icon. Und 1-0 Mbappé. Komm, Mbappé 2-0. Der Gegner ist der größte Öler überhaupt. Ich weiß nicht, wie ich die zwei Tore so schnell geschossen habe. Aber der wird noch hier schwitzen. Man sieht's, der Anstoßbug ist schon mal trainiert. Mbappé 3-0. Let's go. Der Gegner quittet. Das 3-0 war, glaube ich, ziemlich wichtig. Nicer Sieg. 2 Siege noch für die 14, das Mindestziel. Und 4 aus 4 für die 16. Das ist ein krasses Team. What? Schönes Tor, Musiala mit dem Ausgleich. Mbappé macht der super, Spiel gedreht. Nein. Ich hasse diesen Tschech. Ohne Witz, ich weiß, jeder hat den, ich werde den auch bald haben. Aber es ist so ein komisches Gefühl, sich von so einem Helmtypen die ganze Zeit diese Tore reinschießen zu lassen, wirklich. Ja, let's go. Komm, bitte. Ja, 4-2, das muss jetzt reichen, ey. Mbappé, 5-2, das Ding ist durch. Und auch der Gegner ist raus, wichtig. 3 Spiele noch. Wir spielen gegen ein sehr interessantes Team. Boah, nee, ey, geil. Boah, was ein Pass. Euse, let's go, 1-1. Nein, nicht durch einen Finesse-Shot. Komm, Ronaldinho. Euse, ist das gut gespielt, 2-2. Ja, Eusebio. Und im Hintergrund läuft Free Lions. Football's coming home. Emotionen pur. Let's go. Die 14 Siege sind schon mal eingetötet. 2 Spiele haben wir noch für eventuell 16 Siege. Vorletztes Game. Das sieht, ja, stark aus. Mbappé, er macht ihn. Oh, das ist ein Elfmeter. Wichtig. Nein. Boah. Komm schon. Ja, Mbappé 2-0. Och nee. Weißt du, es dauert dann immer 2 Minuten bei mir, dann kriege ich es schon wieder. Das nervt mich unfassbar. Let's go. Schönes Tor von Vitinha. Mbappé 4-1. Geil. Boah, Vitinha nimmt ihn auseinander, das Ding ist durch. Let's go, damit gewinnen wir das vorletzte Game mit 5-1 und haben jetzt ein Entscheidungsspiel um die 16 Siege. Hätte ich niemals gedacht. Let's go. Wir gehen rein ins letzte Game und spielen gegen einen Kölner. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich wollte doch nie so sehr den letzten Sieg holen. Ohne Spaß, Mann. Sonst hätte ich die ganze letzte halbe Stunde umsonst gezockt. Bitte. 16 Siege, wir geben alles. Ach, dieser Tschech, ich kann das nicht. Junge, ich hasse diesen Tschech so unfassbar. Ich glaub das gerade nicht. Ich hätte so viel früher aufhören können, wenn wir jetzt nicht gewinnen. Es ist Freitagnacht und ich zock hier die Weekend League fertig und dann sowas. Let's go. Let's go, Elfmeter. Bitte, einfach mal in die Mitte. Richtig. Vitinha 3-3. Ja, Mbappé macht ihn rein. Ja, Vitinha 5-3. Ganz wichtig. Das ist es. 6-3, 16 Siege, das muss es sein. Und der Gegner quittet und wir haben es tatsächlich geschafft. Freitag, die ganze Weekend League durchgeballert, plus Bundesliga-Team, plus Saudi-League-Team und die 16 Siege eingetütet gegen den Kölner. Wir verlieren nicht gegen Kölner. Für die Leute, die nicht Bescheid wissen, mein Cutter ist Köln-Fan und da darf ich nicht verlieren. Wirklich nicht. Ich habe um mein Leben geschwitzt und jetzt bin ich mal gespannt, was wir für 16 Siege-Rewards bekommen. Ich erwarte hier die besten Rewards aller Zeiten. Was bekommt man dann denn für 16 Siege? 3, 84 plus, 2, ja okay, das sind die ganz normalen. Ein 3er Tots-Pack, also so viel anders zum 14 Siege ist es gar nicht. Bloß, dass man halt noch ein paar Tradable-Packs mehr bekommt. Schauen wir mal. Wir gehen rein in die 84 plus Picks. Da können wir jetzt natürlich auch wieder Shapeshifter und Shapeshifter-Icons ziehen, also so in der Theorie zumindest. Groß und Navas sind am Start. Jetzt Shapeshifter. Okay, aber trotzdem
gutes Futter. Bin ich mir zufrieden. Jetzt holen wir uns die besten und ersten guten TOTS Rewards des Jahres. So, wir gehen rein. Ich bin immer noch am Zittern, weil ich so am Ölen war. Wetten jetzt hier voll viele Duplikate. Okay, eins. Mal schauen, wer das ist. Mittlerweile haben wir echt viele rote Karten. Okay, es ist Wojciech Szczęsny, die Legende. Komm, Junge. 16 Siege. Es ist noch ein Torhüter, Ter Stegen. Nice. Dass ich den noch nicht habe, ist ein Weltwunder. Oder, also, was EA hier gemacht hat mit den Rewards, ist eine Frechheit. Gabriel Martinelli ist eine coole Karte. Ist eine ganz coole Karte, ja. Ist okay. Kostet wahrscheinlich mittlerweile auch gar nichts mehr, aber den habe ich als schon gespielt und da hat er mir gut gefallen. Also, ja, ist schon mal okay. Wir gehen rein. Zweiter Pick. Gabriel Martinelli ist okay, aber bringt uns jetzt auch nicht weiter. Zwei Duplikate. Das tut weh. Samba und Kolomuani, der ist jede Woche am Start. Dann haben wir noch 92 Passen. Zinchenko. Ist so sinnlos, die Rewards. Smalling. Ja. Naja, ich weiß ja nicht. Bringt mir halt überhaupt nichts, denn auch überhaupt nichts wert. Würdet ihr euch über solche Rewards freuen? Weiß nicht. Also ich denke, die wenigsten. Aber wir haben jetzt noch ein paar Tradable Packs. Zwei 50k Packs, ein 125k Pack und ein 3er Pack. Also da kann gut Futter nochmal bei rumschauen, beziehungsweise auch mal so eine Shapeshifter-Karte, die was bringt. Irgendwie, keine Ahnung, Schweinsteiger. Ich will Schweinsteiger haben, EA. Hier habt ihr es zuerst gehört. Wir haben zumindest schon mal einen Walkout, Keylor Navas im 50k-Pack. Aus 50k-Packs erwarte ich sowieso nie was, deshalb ist das in Ordnung. Packen wir auf die Transferliste, haben wir doppelt. Machen weiter mit dem 125k-Pack. Komm, Shapeshifter. Leider nicht. Ist wahrscheinlich nicht mal ein Walkout. So ist es. 84er Partey. Da kracht's mal wieder. Die 83er nehme ich noch so mit. Und dann würde ich sagen, ziehen wir noch das 3er TOTS Pack. Ja, keine Ahnung. Kann da was bei rumkommen? Wobei, das könnte jetzt krass sein. Nee, die Maria kostet gar nichts. Hat ein 94er Rating, glaube ich. Und dahinter nochmal Martinelli. Wie viel kostet der noch? Ja, kostet halt auch gar nichts. Das ist crazy. Wirklich, alles klar. Schade, Freunde. Die Rewards haben mal wieder enttäuscht. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like, dann lasst ein Abo da. Checkt noch das Video hier ab und dann sehen wir uns morgen wieder. Was ist denn gut? Haut rein und ciao.